Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem Faustus zockt. Ja, moin, moin. Dem Extreme zockt. Hallo. Und wir machen heute eine Loot-Tour. Genau. Hatten wir Ich ja finde schöne versprochen. Sachen. Ja, das sowieso. Also, wir brauchen schöne Sachen. Wir kamen ja leider noch gar nicht zum Looten bisher, da wir immer ums Überleben gekämpft haben. Ja, haben zwar ein schönes Haus, aber unsere Ausrüstung ist echt mager. Und da kommt es eigentlich ganz zugute. Schön, Türe zu, genau. Oh, das sieht auch cool aus, wenn man auf der Karte, wenn ihr mal die Map öffnet und dann mal ranzoomt. ja, Hier. unser Haus meinst du? Ja, genau das Gelände. Ach, was ich auch noch mal ganz schnell zeigen will. Ich habe jetzt in der Nacht, weil wir hatten jetzt nachts, habe ich mal ein bisschen hier angepflanzt. Bisschen Mais, bisschen Golden Flowers, damit wir jetzt mal Essen und Trinken haben. Natürlich brauchen wir dafür noch viel mehr Gläser und damit wir das Wasser kochen können und auch Körnerbrot machen können. Wenn wir dann mal keine Tiere finden oder bei der Loot-Tour keine großen Erfolgsaussichten haben, haben wir wenigstens etwas. Ja, gut. Was haben wir uns ausgesucht? Wo soll die Loot-Tour hingehen? Wir gehen in Richtung Norden. Da sind schon irgendwie drei Häuser. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass wir die mal gelootet haben. Und ja, dann wollen wir einfach mal in Richtung Norden dieser Straße weiter folgen. Ach so, gehen wir erst auf die Straße. Ja. Ja, ich glaube schon. Ist, denke ich mal, besser dann für die Übersicht. Na gut. Alles klar. Gut, aber wenn wir Tiere finden, die müssen wir natürlich auch schlachten, denn wir haben Hungersnot so ein bisschen zu Hause. Ja, nicht nur zu Hause, aber. Ich habe jetzt auch, glaube ich, ja doch, zwei Fleisch habe ich noch. Ich bin aber Biohazard, genau. In der Nacht kamen zwei Spider-Zombies über die Mauer. Das ist Und ein Bär. wo? Oh, oder rechts. Da rechts sollen wir den holen. Und Ja, dann aber das das Fleisch direkt nach Hause bringen. Ist aber dann gefährlich, ne? Bär wehrt sich ja. Und die sind verdammt schnell seit der Alpha 13. Na toll, ich glaube, der Zombie! kommt auf mich. Ubi! Oh nein, oh nein! Er würde mich. Ja, einen Hit habe ich abbekommen. Besser. Der ist tot. Oh, korrekt. Oh, das trifft. Das ist doch doof, Mann. Bist am Bluten? Ja, ich verbinde mich gerade. Ach, das wartet. Ich habe viermal Fleisch, einmal Fell. Siebenmal. Ja, warte, dann gebe ich dir das hier. Ist ja jetzt Quatsch, wenn wir das jetzt doppelt haben. Hier auch noch Fett und Felle. So. Soll ich das eben nach Hause bringen? Ja, renn mal schnell. Ja, ne? Ist, glaube ich, dann sinnvoller. Checkt mal euren Hungerstatus ab. Ja, oh, da. Ja, ich sollte was essen und trinken. 61% habe ich. Ja, ich habe definitiv weniger. Ich kann noch einmal, vielleicht kann ich dir abgeben. Ja. Also, wer braucht jetzt eher? Ja, ich kann noch eben kurz hier durchbraten. Ja, gut, dann Ich nehme jetzt hier eins ist schon fertig. Nehme ich mir noch eins, die haue ich mir rein und dann komme ich zurück. okay. Ruby, guck mal hier, die Kleidung habe ich gerade eben beim Zombie gefunden. Vielleicht ist sie besser als deine. Ja. Warte, muss ich kurz. Und die Wellen, es geht nach oben. Sehr gut. Ich sammle gerade mal auf die Stelle hier ein bisschen Lehm, wenn ich hier gerade eh schon davor stehe und die Schaufel zufälligerweise dabei habe. Ah, zufällig. Hab alles dabei. Alles, was wichtig ist. Ja, die Schaufel ist an für sich ja nicht wichtig, aber gut. Habe Doch, ich bin irgendwie da. dabei. Gut, könnte schon mal vorgehen. Ich mache nur das eine Feld hier weg. Oh, leck. Oh ja, da stand sie eben auf der Stelle. So, ich habe jetzt die Grafik übrigens ein bisschen hochgeschraubt. Ja. Aber irgendwie hat sich meine Weitsicht dadurch verstellt. Ich sehe die Bäume da hinten in so komischen Kästchen. Oh, da steht wieder auf. Oh.
Ja gut, Golden Flower brauchen wir dann doch unterwegs nicht mehr sammeln, weil die haben wir jetzt zu Hause angepflanzt. Aber natürlich, wenn wir Essen sehen oder Kohle oder sowas, das ist all das, was wir brauchen. Also jedes Tier mitnehmen, wenn es geht. Ich sollte eigentlich gar nicht laufen, wegen einem blöden Biohazard. Ach, geht das dann schneller? Ja, dann verliere ich ja noch schneller die Ausdauer. So, und immer nach Nestern schön Ausschau halten. Ja. Ja, okay. Richtig. Ja, vor allem können wir uns ja jetzt schöne Eisenpfeile machen, dann gehen die Zombies nochmal ein bisschen schneller kaputt. So, da hinten ist ein Auto. Aber ich glaube, da war man schon mal, ne? Also, in dieser Region allgemein war ich schon mal, ja, aber... Berg. Der holt aber ein Zombie weg. Ich hätte ein bisschen was zu essen dabei. In Kopf. Ja, den Bären will ich aber jetzt nicht haben, ne? Also... Nicht? Nee. Warum? Angst? Witz. Ich renne jetzt nicht zurück, deswegen... Oh, Kopf ja, zermatscht. Ja, gut. Ist ja eigentlich egal, dann hat halt einer Fleisch dabei, dann nehme ich das Fleisch. Ist mir auch egal. Ich schieße jetzt auf den Bären. Ja. Wow. Nein! Boah, was macht der denn? Ich war zu langsam. Verdammt. Ich sag ja, muss ja nicht sein jetzt, ne? Der Bär. Ja. Nein, renn doch! Wieso rennt die nicht? Ich bin jetzt auch. Oh, verdammt. Die ist nicht mehr gerannt. Was soll denn der Mist jetzt, ey? Ich hatte noch Ausdauer. Ach, Mann, ey. Wieso ist sie denn nicht mehr gerannt? 7 Uhr morgens und wir sind schon weit gekommen. Wird auch gestorben. Ja, gut, aber wir brauchen Fleisch, ne? Meine Wellness. Ja, meine Wellness ist mal wieder auf 60 runter. Meine auch. Ey, ich hatte, was hatte ich? Keine Ahnung, 76 oder so schon. Ja, gut, sind halt einfach schlecht ausgerüstet. Wir brauchen... Ja, wie du schon sagtest, auch Federn, damit wir uns auch endlich noch mehr Pfeile machen können und vor allem Eisenpfeile. Dann geht so ein Bär auch schon mal schneller zu Boden. Aber wir haben keinen Hunger mehr. Ja, und ich bin nicht mehr Biohazard, das hat auf jeden Fall einen Riesenvorteil. So, da hinten liegt mein Rucksack. Ja, komm, Rucksack. Was läuft da? Ein Schwein. Okay. Das war mein Rucksack. Nein, der hier, das war meiner. Achso, dann ist das da meiner. Ruby, das ist mein Rucksack. Wo ist denn meiner? Der liegt noch ein Stück weiter geradeaus. Ach da, da hinten, ja. Ja. Was? Was? Was ist denn hier los? Jawohl, eine Macke, du. Ey, Antibiotika, jetzt kannst du dich auf jeden Fall mal anstecken gehen. Ja, super. So, jetzt erstmal wieder den ganzen Krempel unten reinsortieren. Genau. Super. Ja, hat's ja gebracht und der Bär ist weg. Ja, ist auch ganz okay so. Naja, jetzt ist er sowieso schon fast tot. Schade drum. Keine Ahnung, wo der Bär ist. So, man sehe hier ganz schön, wie die zwei ihre Füße nicht bewegen können. Was? Gleiten über den Boden, als wäre es hier Eis. Du gleitest. Ja, wir gleiten alle wahrscheinlich. Echt? Ja. Ihr gleitet bei mir beide. Ja, das ist immer noch. Ja, genau, Leute. Wir spielen ja jetzt in der Alpha 13.7. Und das Update beinhaltet schon Sachen oder auf. Ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, die Alpha 14 zu werden. Genau, also das war ein Vorabbild für die Alpha 14. Aber gut, bei den ganzen Fehlern, die es noch im Spiel gibt, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ja, wir reden doch nicht von Alpha 14. Wir machen da nicht so ein paar Hype rum, wie es zuletzt von Alpha 12 auf 13 war.
als dann alle gesagt haben, ja, die Alpha 13 kommt und keiner hatte mehr Lust zu spielen. Wir werden definitiv aufnehmen, bis die Alpha 14 kommt. Und wenn wir dann halt erst 2 Wochen später die erste Alpha 14 Folge zeigen, dann ist es halt so. Aber ja, das hat Vorrang. Also hier waren wir noch nicht. Also ich war bestimmt hier noch nicht. Ich bin ja irgendwie nur mal durchgelaufen. Ja, fein. Häuser. Ich mag Häuser. Oh, was haben wir denn hier? Oh, eine 440er Schaufel. Ja, leck mich immer. Okay. Das ist ja richtig geil. Na, schade. Jetzt haben wir schon den Graben gezogen. Zumindest die erste Bahn. Ja, stimmt schon, aber... Für sowas setze ich doch nicht die gute Schaufel ein. Ubi zappelt bei mir wieder rum. Ehrlich? Ja, hast wieder voll die Zappelanfälle. Das sieht wieder so bescheuert aus. Aber oh, ich gehe gleich mal in das erste Haus rein hier. Auf der linken Seite direkt. Ja. Oh, jetzt hatte ich gerade einen Lag. Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich nehme mir noch, solange das hier hält, noch ein, zwei Autos auseinander. Weil ich glaube, meine Ranch ist jetzt kaputt. Ist eh nur eine billige. So, da haben wir ja den Quality Joe auf. Also ich und hab's auf jeden Fall auf 3. Könnte man ja eigentlich auch jetzt, wie heißt das? Bessere Chance haben auf richtig gute Sachen. Tresor knacken, meine ich. Ja gut, im Tresor kriegst du so oder so nur Waffenteile. Also Quality Joe hast du allgemein im gesamten Loot. Wenn du eine Kiste aufmachst oder sonst was, hast du die höhere Chance, dass da jetzt blaue, lilane oder grüne Sachen drin sind. Ja. Gut, wenn du Glück hast, hast du im Safe eventuell wieder eine Waffenteile, aber... Ja. Naja. Glück haben. Aber damit will ich jetzt auch ehrlich gesagt die Tasche gar nicht voll stopfen. Ja, weil die kannst du ja nur einmal stacken. Ja, und zudem, Oh, da kommt eine Sau. Nur noch ein paar Plätze frei. Ich bin jetzt schon wieder gut gefüllt. Oh, so eine Büchse Dosenfutter. Aber sonst findet man hier nicht besonders. Ein paar Gläser habe ich schon, aber auch ein paar volle Gläser. Ach, oh, 3 leere. Ist irgendwie ein Ast im Haus. Ganzer Baum. Ganzer irgendwie. Baum. Ja, hier. Das habe ich auch schon öfters gesehen, jetzt auf Public Server oder so. Dass da voll oft die Bäume im Haus so drin stecken. So, einmal Vitamine, die gebe ich mir direkt mal. Und Wellness plus 1. Sag mal, wie viele Zombies kommen denn jetzt noch hier? Eine 322er Mütze. Seid ihr im Laden hier? Ja, ne? Ich bin in dem ersten Backsteinhaus ja, da. Ja, ich seh's. Ja, ich vergesse immer wieder, dass es ja jetzt oben das Tracking und so gibt. Ach ja. Hab ich noch gar nicht gemacht. Auch gar nicht. Wäre mal eine Idee. So. So, wo ist denn der Weg? Da ist die Ruby, der Weg nach oben. Ja, ich bin draußen, mach so lange noch die Autos hier kaputt. Jo. Gute Idee. Ja, das muss ja auch jemand machen. Und ich meine, du kriegst ja ganz gut Benzin und, ja, zumindest ein bisschen Eisen daraus, aber Benzin. Und auf lange Sicht ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Aber gut, ich will jetzt auch mal ein bisschen looten. Ich gehe mal in die Villa. Also Stühle, kann man die stacken, weißt du das? Weißt du das einer? Ja, die kannst du stacken. Oh, ich habe eine Eisenrüstung-Schematik gefunden. Ja, ich auch. Brust hatte ich eben. Ja, also ist bei mir auch Brust. Ja, wunderbar. Nee, weil Stühle kann man, könnten wir eigentlich auch mitnehmen, weil das ist auch sehr gutes Brennmaterial, ne? Also ja. Die brennen ja ziemlich lange auf. Ja, nehme ich meist immer mit, Stühle.
So, ich mach mal den Baum hier weg, der hier im Haus steht, irgendwie gefällt mir der nicht. Überall sind immer die am Kloppen. Ja, ja. Man hört's leise im Hintergrund. Leise, ne? Ach, hier in der Villa ist auch ein Baum drin. Das ist auch wieder so richtiger Bullshit, den die da gemacht haben mit den Bäumen hier im Haus. Der muss weg. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt schon ziemlich viel Krempe dabei. Aber gut, ich kann noch was nehmen, so ist nicht. Ja, zur Not ein paar Sachen wegschmeißen. Also ich werde wahrscheinlich auch die Eier, die ich habe, wegschmeißen. Ich habe noch... Was habe ich denn hier? Solltest du überhaupt nicht wegschmeißen, weil Bacon und Eggs das beste Essen ist, was wir momentan herstellen können. Was am meisten aufwärt und am wenigsten riecht. Und das geht nur aus Schweinefleisch mit Eier. Ja gut, aber ich habe nur zwei Eier. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann schmeiße ich die schon weg. Dann gib sie lieber mir, bevor du sowas Gutes wegschmeißt. Oh. Na, natürlich. Verschlossen. Oh, Lederkopfbedeckung. Und ich habe ein paar Schuhe. 264er. Gucken wir mal eben, was ich hier habe. Ja, kann ich ja mal austauschen gegen die 7er. Aber... Mittlerweile ist es gar nicht mehr lohnenswert, hier Lampen oder sowas kaputt zu schlagen. Nee, nicht wirklich, ne? Ja, außer halt Brass-Lampen, aber mehr auch nicht. Die anderen Sachen geben einfach nur einmal Scrap an und da haust du viel zu oft drauf. Wo hänge ich denn jetzt hier fest? So, dann gehe ich mal nach oben hier. Was ist denn hier los? Wieso? Meine Güte. Hing ich gerade da fest. So, hier ist ein Safe. Den muss man natürlich auch erstmal aufkloppen. Naja, was sonst, ne? Aber jetzt, wo man die Anzeige da hat, dann kommt es einem nicht mehr so lange vor, wenn man so gegen so ein Safe kloppt. Das stimmt. Weißt du wenigstens, wann das Ende ist? Ja. Vorher wusste man es ja nie, man hat gekloppt, gekloppt. Kein Ende in Sicht. Das Wichtigste, was wir überhaupt finden könnten, oder überhaupt, ja, was wirklich am wichtigsten auch noch wäre, wäre natürlich das Steelbook. Damit wir die Stahlpfeile machen können und vor allem die Stahlpickaxe. Ja, Bücher überhaupt, ne? Ja. Ich glaube, wir haben ja alle noch nicht so wirklich viel gelernt. Ja, allgemeine Lederverarbeitung wäre auch ganz gut, mal das zu können. Oh, Pistolenbarrel 600er. Naja, immerhin. Ich habe jetzt eine 424er Jacke gefunden. Okay. Schon sehr cool. So, jetzt mal erstmal ein bisschen Platz in der Tasche. Und werde mir eine neue Fire Axe machen. Ah, ich habe mir gerade auch eine neue Pickaxe genehmigt. Also wenn einer was zu trinken von euch braucht, ne? Ich habe schon relativ gut was dabei. Ein bisschen habe ich eben auch gefunden. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht, dass man den Wasserhahn mit dem mit der Ranch komplett auseinandernehmen kann. Ich habe es jetzt einfach mal probeweise gemacht. Das bringt ja viel mehr. Richtig gut. Da kriegst du ja mehr Material raus. Ja, sehr viel mehr. Du kriegst voll viele Rohre raus und Scrap Iron mehrfach. Kannst du ja mit den Lampen auch versuchen. Nee, Lampen geht nicht, habe ich gerade versucht. Da lernt man immer wieder was dazu, ne? Kannte ich auch noch nicht, dass das nicht funktioniert. So, wir haben jetzt hier einen Safe, der ist schon ein Drittel, zwei Drittel geknackt. Mhm. So. Man hört es, ihr haut im Takt darauf. Genau. Mal gucken, was drin ist. Nix. Was? Nochmal 1000? Nee, da müsst ihr aufhören. Ach so, dann zerstörst du den wahrscheinlich. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe dafür keinen Platz. Aber ich. Ich bin aber auch voll. Was? Ihr seid jetzt beide voll?
Ja, ich habe noch drei Plätze. Hier ist ein Crossbow Blueprint. Was? Was? Ja. Das hatte ich da vorhin noch gefragt. Warte, das kann ich wegschmeißen, dann kann ich den nehmen. Ja, kannst du direkt lernen. Kannst du auch direkt aus dem Regal lernen. Musst du gar nicht erst in deine Tasche packen, ne? Ja, warte. Ja, ja. Ja, wenn du das markierst, dann hast du da Reed irgendwo stehen und dann... Ja... Wahnsinn. Reed. Ja, hab ich? Hatte ich noch am Anfang der Folge erwähnt und jetzt finden wir es. Geil. Yay. Endlich mal was ganz Sinnvolles gefunden. Ich meine, der Bogen ist jetzt auch nicht verkehrt, aber wenn wir schon Eisensachen machen, Eisenpfeile, dann ist das mit dem Crossbow natürlich nochmal einen Ticken besser. Ihre Zombies. Ja. Links von der Villa. Boah. So, die Küche hat schon einer. Hat schon einer gelootet. Okay. Die kommen jetzt durch die Türe. Das sind ein paar. Wir sind jetzt hinten im Garten. Oh, Airdrop. Wo ist er denn? Ja, Airdrops leuchten ja auch nicht mehr so optimal. Da hinten fliegt er. Ich höre noch was, ich sehe überhaupt nichts. Ja, hier Richtung Süden, aber... Oh, ein Kriecher. Ja, Wilhelm, was willst du denn hier? Ah, verdammt, was ist das denn jetzt eigentlich? Ach, ein TV. Kann ich mal scrappen. Ja, ich glaube, der ist... Achso, Lutus ist schon, okay. Ich hoffe, aber ich kann es nicht mitnehmen. Mal. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Eieiei. 267er Ledermantel. Mit 341er Wooden Club, aber die braucht man, denke ich mal, eher nicht. Nochmal drei leere Gläser und ein bisschen Shotgun-Bausatz-Gedöns. Okay. Ah, nein. Oh Mann, noch nicht. Ja, gut. Aber wenn ich so am Timer blicke, sind wir am Ende einer Folge angelangt. Wir bedanken uns fürs Zusehen und wir freuen uns, wenn ihr einen Daumen oder einen Kommentar da lasst. Und guckt doch bei den anderen Channels rein. Wir haben auch natürlich noch viele andere Let's Plays und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.